موزيك يا اخي اجمع دي جلاته. Dann kommt einer so frech und sagt, es gibt doch Meinungsverschiedenheit. Heißt das jetzt, weil ein Gelehrter etwas gesagt hat, dass das automatisch als eine Meinungsverschiedenheit zählt? Ja oder nein? Nein. Wann ist eine Sache eine Meinungsverschiedenheit? Wenn die Leute was dafür haben? Klar begründete Beweise. Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt, wenn An-Nas da ist, wenn der Beweistext da ist, dann entfällt der Ijtihad. Dann gibt es kein Ijtihad mehr. Ja, wozu der Nas? Diese Meinungsverschiedenheiten, diese Sachen, die in der Rechtsschulen begründet sind, die kannst du nehmen, wenn es keinen Beweis gibt. Aber wenn es einen Beweis gibt, dann nimmst du, was Allah und sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt haben. Wie jetzt Abul Bara, ist das nicht eine Meinungsverschiedenheit, dass Musik vielleicht doch nicht verboten ist? Ja, ich höre, Beweis, Bukhari, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, in meiner Umma wird es Leute geben, in meiner Umma wird es Leute geben, ich wiederhole, in meiner Umma, das heißt von den Muslimen, wird es Leute geben, die werden die Seide, die Sinne, den Alkohol und die Musikinstrumente, Al-Ma'azi, für erlaubt erklären. Dann sagst du ihm, wie war das nochmal mit der Musik? Er sagt, Aiba, mein Sheikh hat mir das erlaubt. Er ist genau der, der in Hadith gemeint ist. Dein Sheikh. Bitteschön. Geh mit deinem Sheikh in die Irre. Oder vielleicht hört ihr ein Lied zusammen. Dein Sheikh tanzt vor und du tanzt nach. Bitteschön. Ja, für diese Leute braucht man keine Beweise. Wallahi al-Azim, du fragst dir nur eine Frage. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam neben dir wäre, würdest du dieses Musikvideo schauen? Würde er das machen? Er würde es nicht machen. Warum? Ist doch halal. Alles halal. Halal Dance. Ja, dann bitteschön. Dann sag, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam neben dir sitzt, möchtest du das schon? Wollen wir uns in die Irre führen? Wollen wir uns wirklich mit diesen Themen beschäftigen, liebe Geschwister? Diese Meinungsverschiedenheiten, da fragst du Gelehrte erstmal, was damit gemeint ist. Und diese Meinungsverschiedenheit, nicht jede Meinungsverschiedenheit wird akzeptiert von einem Sunnah wal Jama'ah.